Willkommen zurück zu Let's Play Neverwinter Nights 2 Mask of the Betrayer. Und die Größenverhältnisse sind schon mal klar und deutlich. Ja, der Anfang ist bei mir leicht verkackt gewesen. Das Spiel hat, glaube ich, englische Dinger gesucht, also englische Audiodateien, hat aber nur nichts gefunden. Also suchte englische in der Richtung. Deswegen sprach sie ja auch Englisch. Und normalerweise wäre das Intro vorgelesen worden und nicht so hastig durch. Und ja. Jetzt ist das wieder normal. Ja. Musste nur einmal durchpatchen. So, und nun geht es weiter. Wir gehen in diese Richtung und finden was. Erstmal voll das Geruckle. Mein Charakter hat noch immer dieselbe Stimme. Ich hab's gerade ausprobiert. Hat ja super funktioniert. Geht sterben, ihr alte Scheiße. Oh Mann. Oh Mann. Oh, endlich. Alter, das ist ja echt abartig. Die Kämpfe werden ja wirklich zäh wie Zunder. Das ist ja wirklich... Okay. Gehen wir rechts lang. Oh, schon wieder sowas. Das sind ja im Moment die schlimmsten Gegner. Ich werde mein Haus mit euren Überresten. Gehen sich selbst in Berserker-Modus und anscheinend. Mittelschwer. Hm. Bring ihn doch einfach mal um. Gott, die Gegner hasse ich echt, ne? Ich hoffe, wir sind bald hier raus. Das ist ja wirklich eine Katastrophe bei dem Zeug. Hey, eine Rüstung. Ja.
Schleier des Leoparden. 2 plus 5 macht 7. Nicht, das meine besser mit Resistenzen Ormas. Aber gut, dass wir sowas haben. Das bringt viel Geld ein, auf jeden Fall. Also ich komme bald nicht mehr drum herum zu rasten. Mir geht echt die Buffs aus. Na, Buffs nicht, aber... Ich habe ja noch alle, aber mir gehen so die Kampfzauber aus. Vor allem, wenn immer wieder diese Viecher kommen. Ja, Wölfe gehen ja, glaube ich, nicht. Oh, guck mal, man sieht hier sogar noch die Tageszeit. Also es ist Nacht gerade. Und noch eine Truhe, wenn da jetzt genauso viel cooles Zeug drin ist. Hier entlang. Ja. Teltor Schenkelknochen. Ein W6. Plus 4. Krass. Ein W6 plus 4. Das ist besser. Und euch. Wir hauen jetzt mit so einem Schenkelknochen. Sehr geil. Und Fellrüstung plus 4. Die ist scheiße. Zumindest für mich. Wir können stärker zuhauen. Wir machen mehr Schaden. So, hier sieht es ja aus, als würde es weitergehen. Links waren wir. Nicht. Lass mich in Ruhe. Nicht hier. Nicht jetzt. Mit wem sprecht ihr? Es ist nichts. Sieht, der Tunnel neigt sich nach oben. Der Ausgang ist nicht weit. Auf dem Weg hierher kam ich durch eine Kammer. Da lagen Knochen. Die Knochen eines Bären auf dem gemeißelten Stein. Die Rashemi sagen, dass hier ein Gott lebt. Ein wütender Bärengott, der die Grabstätte regiert. Die Geschichten der Rashemi sind fantasievoll, haben aber immer einen wahren Kern. Seht euch vor. Pff, ein Gott. Als wenn mich ein Gott interessiert. Ich hau zweimal drauf, macht Ketten, oh Gott. Oh Kuh. Ja, nein, nicht auf ihn, du Arsch. Dich. Also in dem Fall würde ich uns lieber nochmal neu buffen. Das richtet sich auf Schild des Glaubens, aber nicht Schutz vor dem hier. So. Jetzt fühle ich mich sicherer. Was stört die Luft und trägt diesen widerlichen Geruch? Seht ihr, geht. Geht. Sterbt in Stille und Dunkelheit. Ich bin müde und übler Laune.
Zu den Höllen mit deiner Laune, faules Tier. Ich gehe dorthin, wo es mir passt. Ich weiß, was ihr seid, kleines Wesen. Ich rieche den Hunger in euch. Es ist mir egal, was ihr riecht. Ihr bekommt ihn nicht. Was kümmert es euch, Taeryn? Das frage ich mich allerdings auch. Ich kenne eure Art. Ihr liebt euer eigenes Leben mehr als alles andere. Es ist mir egal, was ihr riecht. Ihr bekommt sie nicht. Ihr kennt mich nicht, doch ich kenne eure Art. Ich weiß, dass eure Gestalt trotz ihrer Farbe nur ein Schatten eures wahren Selbst ist. Und ich habe schon größere Dinge geformt und gebunden. Ich rieche einen wilden Sturm in euch, Taeryn. Kennt euer Verbündeter eure Geheimnisse? Trauer und Verwirrung und noch etwas mehr. Genug der Worte. Bei meiner Maid. Keiner von euch wird meinen Bau verlassen. Mit anderen Worten, du kommst nicht vorbei. Okay, da kenne ich einen Trick. Schlachtenglück. Jämmerliche Kreatur, Ende Nacht. Und dann anschließend Klingenbarriere direkt auf ihn. Heute noch. Ganz besonders. Sturm. Ja, Sturm. Ja, ich mach wesentlich mehr Schaden. Ah, shit, ich wollte die Heiltränke nehmen. Ich habe ja gar keine. Verdammt. Ja, das wird spannend. Er soll sich mal mit was anderes auseinandersetzen, nicht mit mir. Irgendwer macht null Schaden. Alter, der hat Schadensreduktion. Krass. Avarie. Stirb, stirb, stirb. Komm, da hat auch nichts mehr. Ja, Level up. Seltsam. Ich denke nicht, dass wir den Bärengott getötet haben, aber sein Geist hat sich zerstreut.
Huch. Ich hab's einfach so eingesammelt. Ich hab ein Level ab. Level 21. Ich will mal Level abverteilen. Huch, die sind einfach nicht drin. Ja, wir sind natürlich Kleriker. Was denn sonst? Ich würde auf Einschüchtern weitergehen. Und dann Konzentration immer mehr. Oh, hier fehlt Text. Ich glaube, das liegt daran, weil ich hier halt gedingst bin. Oh, epischer Charakter. Oh, das muss ich vorlesen. Eure Ausbildung und die unglaublichen Abenteuer, die ihr bestanden habt, haben euch bis in zu jener Grenze gebracht, die das Reich der Sterblichen vom Göttlichen trennt. Ihr seid zu einem epischen Charakter geworden. Ihr könnt nun legendäre Talente erlernen und eure Fähigkeiten so weit steigern, dass ihr damit den Göttern Konkurrenz machen könntet. Die epischen Talente informieren euch genauer darüber, welche Vorteile ihr davon habt, zu einem epischen Charakter in eurer Klasse geworden zu sein. Ja, wir können halt episch durchschlagende Zauber, epische Kampfkraft, plus 1 auf alle Angriffswürfe, nochmal Rüstungshaut, also mehr Rüstung. Verbesserte Weisheit, das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Mehr Weisheit. Oder halt die klassischen Dinger hier. Ja, die müsste ich eigentlich auch irgendwann nehmen. Ich würde sagen Weisheit, ne? Epische Stärke ist auch nicht schlecht. Ich würde Weisheit nehmen. Nehme ich Weisheit. So, epische Zauber gibt es, glaube ich, nicht in der Richtung. Wir haben weiterhin die Zauber, aber durch dieses Weisheitpunkt habe ich zum Beispiel im 6. Grad einen weiteren Slot. Und da könnte ich zumindest... hier nochmal so eine Immunität geben für Energie. Also noch ein Buff. Andererseits könnte ich... ich muss gleich laden, mein Schnittzaubermenü ist wieder nicht funktionsfähig, wie ihr seht. Vitalität. Nee. Weisheit der Eule muss ich gleich noch ausprobieren, auf jeden Fall. Den habe ich hier oben irgendwo. Also, ich habe hier im 2. Grad einen. Was könnte man dann nehmen? Noch ein Single-Beistand in dem Fall. Oder halt der schwache Band zurück, ja. Den will ich haben. Ein Bandzauber ist immer gut. Und der 6. Grad. Oh, was nehmen wir da? Von Geschicklichkeit, ihr bewegt euch mit halber Geschwindigkeit. Und habt Zauberpatzer, na super. Steinhautkörper ist also nicht gut. Heilung ist die Heilungszauber. Ah, ich nehme hier den massenschwere Wunden heilen. Das ist ganz gut. Also ein zweiten ist nie verkehrt. So viel Klingenbarriere brauchen wir aber nicht. So. Weisheit plus 10. Ungebufft. Wohlgemerkt. Wir sind so weise, das ist der Hammer. Ich muss auf jeden Fall aufpassen, wenn jetzt irgendwas kommt, was Probleme bereitet hier. Zweihänder-Axt. Ja.
Beil des Bärenkönigs. W12. Also wenn immer damit zuhaut, ist gut dran. Aber ich will nicht mit einem Riesenbeil angreifen, würde ich nicht.